Also ich habe nicht gegen Kurden, gegen Türken, gegen niemanden habe ich irgendwas. Aber dieser Kurde Murat aus der Nähe von Hameln, so eklig als, der hat sich hier zeitnah, hat er sich, weiß ich nicht, mit einem Weib unterhalten. Ja, da sagt die zu ihm, ja, ich mag dich ja, weil du so ehrlich bist. Eigentlich wollte ich sagen, sag mal, Mädel, hast du nicht erwartet für einen Charakterschwein, ist dieser Typ, dieser Murat. Der bedroht hier Frauen mit dem Tode, bedroht dahin zu fahren, bedroht sie dahin zu fahren, ihnen ein Seil um den Hals zu legen und sie zu erwürgen, sie umzubringen. Das ist ein potenzieller Mörder, unser Murat. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Mörder Murat. Ja, wer Morddrohungen macht, ist für mich ein Mörder. Potenzieller, ja. Kriminell. Da habe ich gestern auch so bei mir gedacht, was muss diesem Murat widerfahren sein, so zu sein, wie er ist? Der hat kein Benehmen, kein Charisma und alt ist der auch schon der Stimme nach zu urteilen. Der hat keinen Anstand, nichts hat der. Gar nichts wurde diesem Stück Scheiße vermittelt, nichts, aber auch gar nichts. Ehre und Gewissen hat er nicht im Leib, gar nichts hat er. Ist einfach wirklich, ist wirklich der Bodensatz der Gesellschaft, der sich hier rumdrückt. Ja. Also ganz schlimm, eine ganz schlimme Kreatur ist das. Hat er ihr irgendwas erzählt, ob sie sich auf ihn aufsetzt? Oh, ich hätte fast das Kotzen gekriegt. Diese Stimme von Dämon. Also wenn ich den sehe, den möchte ich stundenlang mit der Faust in die Schnauze schlagen, bis die Schnauze hält, ehrlich, oh Gott.